Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Wochenspruch unserer Woche steht im Buch des Propheten Jesaja, im Alten Testament also. Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja Kapitel 60, Vers 2. Gab es in ihrem Leben Zeiten, die ganz dunkel waren? Gab es Lebensphasen ohne Licht und ohne Land in Sicht? Ist möglicherweise gerade unsere jetzige Zeit für Sie besonders belastend? Sehnen Sie sich nach Licht? In der vergangenen Woche hat sich in einem Seelsorgegespräch jemand genau so ausgedrückt. Bei mir ist es ganz dunkel. Ich habe rabenschwarze Gedanken. Können Sie mir das Licht Gottes bringen? Als ich das hörte, fühlte ich mich überfordert. Wie kann ich jemandem das Licht Gottes bringen? Der Blick auf unseren Wochenspruch entlastet mich da, denn das Licht Gottes ist längst da. Es ist über dir aufgegangen und seine Herrlichkeit scheint über dir. So gesehen ist das Problem nicht, dass Gottes Licht uns nicht nahe genug wäre. Das Problem ist unsere Empfänglichkeit für Gottes Licht. Manchmal ist es ja so, dass wir nicht mehr sehen können, was längst für uns da ist. Gottes Licht. Gott, der wie eine Sonne oder wie ein Regenbogen über uns aufgeht. Er ist längst da. Wenn es in mir dunkel ist, ist Gott längst da. Wir müssen uns nur daran erinnern, die Augen aufmachen und es sehen. Oder wenn es weiter dunkel bleibt in uns, um Licht beten. Dietrich Bonhoeffer hat das mehrfach getan in den dunkelsten Zeiten seines Lebens. Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Oder in seinem Silvestergedicht aus dem Jahr 1944 für seine Verlobte Maria von Wedemeyer, da schrieb Dietrich Bonhoeffer: Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dies sind wohltuende Worte und Gebete, die unsere Aufmerksamkeit weglenken von unserer eigenen Dunkelheit und uns zeigen, dass Gottes Licht längst für uns scheint. Wir müssen es nur sehen wollen. Wir sind nicht allein. Wir sind umgeben von Gottes Licht. Im Gesangbuchlied Nummer 533 im evangelischen Gesangbuch heißt es: Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod, doch ein in Gottes Gnade, trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit, und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass Ihnen Gottes Licht aufgeht und dass Sie es sehen können in dieser Woche, dass Sie Trost empfangen und Hoffnung schöpfen. Gottes Licht geht auf über dir. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Jochen Walker. Lassen Sie uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.